Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Hinspiel des Viertelfinals im Champions League Pokal, Champions Cup. Heute im Mund, wer stand überfängt? Hertha BSC Berlin, dem BVB 09, Borussia Dortmund. Martin Teller und Adam Smith sind Spielkommentator für Sie aus England, aus Deutschland für Sie. FIFA World Wrestling. Ja, Dortmund trifft heute auf Hertha, im anderen Spiel heute trifft Porto auf Juventus. Schalke führt 1-0 gegen United. Ja. Und Arsenal 1-0 gegen Barcelona nach dem Hinspiel. Das heißt, wir könnten auf unsere damaligen Gruppenphasen mit Teams, wie auch immer, treffen im Finale noch, da Arsenal ja 1-0 führt, aber scheinbar zuerst heimwärts gespielt hat. Aber Schalke hat auswärts gespielt, das heißt, dass Schalke ins Halbfinale kommt, ist so gut wie sicher. Hertha BSC mit Jahrstein im Tor, Weißer, Stark, Brooks und Plattenhardt bilden die Abwehr, Vogt, Kimmich und Selke bilden das Mittelfeld und die Dreiersturmspitze bildet sich diesmal aus Pulisic, Ninga und Serge Gnabry. Dortmund mit Ter Stegen im Tor, Ginter, Subotic, Bender und Durm bilden die Abwehr. Das Mittelfeld bildet sich aus Reus, Götze, Rode, Weigel und Dembélé. Und die alleinige Sturmspitze bei Dortmund ist natürlich Pierre-Emerick Aubameyang. Ja, dann würde ich sagen, starten wir in die Partie. Wir haben Anstoß gegen Borussia Dortmund im Hinspiel. Am besten kein Tor kassieren. Von mir aus kann es auch ein 0-0 bleiben. Oder ein 1-1 oder 2-2, weil da muss man nur ein Tor schießen und schon ist man weiter, was natürlich jetzt nicht so einfach ist bei der gelben Wand sozusagen. Aber wir passen uns ziemlich gut durch, aber Weigel kriegt den noch. Na, okay. Schön, Vogt. Ja, ist faul. So. Schön Gnabry, lässt drei Leute hinter sich, in der Mitte ist Ninga. Oh, aber Bender köpft zurück zu Ter Stegen. Oh, Pulisic. Schade, der hätte den beinahe noch bekommen. Na klar, Dembélé, du Gott. Ah, okay, haben wir noch. Nein! Erster Torschuss für uns. Schön gehalten von Ter Stegen. Flanke Vogt, Ninga. Sonst immer so kopfballstark, jetzt irgendwie gerade nicht. Ich glaube, es ist die Stürmerposition, die allen irgendwie die Kopfballstärke nimmt. Das war doof, mit Stark da rauszurennen. Komm schon, Kimmich, setz dich gegen Götze durch. Oh, Vogt, warum legst du dich denn da auf die Fresse, Alter? Ja, Götze Spieler im Fokus. Zeigt er hier auch. Gleich mal mit einem gefährlichen Schuss. Ja, das sehe ich als faul, aber macht nichts. Schön. Also. Jetzt, Selke. Oh Gott, bitte, Junge. Streng dich doch mal an, wenn du deinen Platz haben willst. Der Schuss war ja mal ein Ofen, ey. Das hätte locker das 1-0 sein können. Timo Lenz ärgert sich auch. Wo ist eigentlich Weiser da? Irgendwie war's klar. Lauf, Selke. Jetzt ist wieder mal deine Möglichkeit, der große Held zu sein. Alter, Junge.
So schwer wird's doch wohl nicht sein. Ninga, komm schon. Ja, nein. So, Pulisic. Zack. Ja, 1-0, würde ich mal sagen. Schön vom Pulisic in die Mitte gezogen. Vogt macht dann den Weg auf, dadurch, dass er Bender mitzieht. Ja, oder nur noch Pulisic mit dem rechten Fuß abzuschließen. Und der zappelt dann auch mal, Säcke. Ne? So, 1-0. Christian Pulisic, zweites Tor in der Champions League für ihn. Ja, okay. Aufpassen. Zum Glück ist Götze nicht kopfballstark, ansonsten wird es jetzt hier unentschieden stehen. Ja, okay, so war das jetzt nicht geplant, aber okay. Nein, ja, Ninga, lauf, komm, nimm den Ball noch irgendwie mit. Oh, Bender, Mann. Komm schon. Wir müssen beweisen, wer hier Platz 1 in der deutschen Liga ist. Komm schon, Selke, lauf. Lauf. Lauf! Das gibt's nicht, Mann, ey. Der Typ ist so stark, aber dann vom Tor irgendwie hat er gerade versucht noch. Irgendwie Birkits Tunnel. Ach ne, Ter Stegen. Sorry. Ter Stegen zu tunneln. Oh, komm schon von. Mich juckt's. Vor allem in der Ohrmuschel juckt's mich, Alter. Ah, okay. War jetzt nicht die beste Flanke von Dembélé. So. Kann ich auch wieder reden, weil wir jetzt wieder im Ballbesitz sind und ich mich nicht so hart konzentrieren muss. Aber sollte ich trotzdem tun? Schön, Säcke. 2-0. Jetzt auch mit seinem Treffer. Schön, erst angetäuscht nach links zu laufen und dann, wenn Bender grätscht, sofort nach rechts. Subotić und Ter Stegen haben beide keine Chance mehr. Perfekt, genau zwischen den beiden durch. Und steht's 2-0. Einfacher als gedacht. Ich hätte gedacht, dass es schwieriger wird gegen Dortmund. Dann werfen wir sie schon im zweiten Wettbewerb raus. Ja. Bayern ist ja, glaube ich, schon in der Gruppenphase rausgeflogen, war. Loser. Okay. Naja, die spielen noch nicht mehr um die deutsche Meisterschaft mit. Nein, nur Dortmund, glaube ich, mit 56, nee, Quatsch, mit 59 Punkten, wir mit 62, nee, 61 und Bayern, glaube ich, auch mit 62. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, oh, ich weiß nicht wieso, aber sie wollen irgendwie Götze zum Kopfball bringen und ich hätte gedacht, dass der jetzt sitzt. Aber sowas von. Nein! Oh, Kimmich. Schön zurückerobert. Ach! Ninga. Ninga! Okay, 2-0 zur Pause.
Ja. Oh. So, Ohr ist fertig gejuckt. So, ja. 2-0. Pulisic und Selke, 25. und 43. Läuft bei den beiden, ne? Das sind wichtige Tore. Turin, also Juventus, führt gegen Porto zur Halbzeit oder in Porto auch noch. Wir spielen ja zu Hause, aber mit einem 2-0-Polster lässt sich das leicht spielen in Dortmund, also selbst mit einer 1-0-Niederlage. So, Mikel Merino und Shinji Kagawa kommen für Götze und Rode, also scheinbar war Götze dann doch nicht so der Erfolgsgarant für Dortmund. Ja, und Rode irgendwie erst recht nicht. Schön, Kimmich. Super. Jetzt nur noch die perfekte Flanke auf Ninga. Bring die, ist da! Und Ninga köpft an den Pfosten. Ja. Okay, ein 3-0 wäre natürlich noch heftiger gewesen. Oh, der Pass kommt an. Okay. Ja, dann würde ich sagen, lauf mal, Kimmich, ne? Da ist eine Lücke. Nein! Also, das war ein schönes Tor. Erst nicht durchkommen, weil Kimmich es nicht schafft, den Ball unterzubringen. Und dann spielt Vogt ihn zu Kimmich, Kimmich dann zu Selke und der schließt dann ab. Lässt sich auch nicht von der Grätsche von Weigel verirren, beirren. Verirren, ja, auch nicht schlecht. Ja, dann steht es 3-0 gegen Dortmund. Gegen die ziemlich gute Mannschaft. Also, ich meine, die haben Ter Stegen, Subotic, Dembélé. Hatten Pulisic, der jetzt hier gegen seinen Ex-Club auch getroffen hat. Ja, 3-0. Pulisic, Selke und Selke. Und vielleicht geht es hier noch höher aus. Als nächstes dürfen wir nach Gladbach und dürfen dann dort uns in der Bundesliga beweisen. Was macht ihr da? Ihr liegt 3-0 hinten und nicht 3-0 vorne. Mann, ich möchte Kimmich. Ja, da wollte ich den jetzt eigentlich nicht hin, aber okay. Nehme ich an, da läuft Serge Gnabry. Ja, irgendwie tricksen wollte er gerade nicht. Mir gedacht, machst einen schönen Rainbow Flick. Aber okay, ja. War denn jetzt nicht so seine Absicht? Schön Jahrstein. Was auch was zu tun. Shadow kommt für Aubameyang. Also irgendwie können sie alle nicht dribbeln, also lasse ich es lieber. Nein! Oh, das wäre jetzt noch die Krönung gewesen. Schade, Ninga. Und Dortmund darf als nächstes nach Ingolstadt in der Bundesliga ran. Ja. Also. Ingolstadt, vielleicht könnt ihr da ein paar Pünktchen den Dortmundern klauen. Leverkusen bin ich immer noch dankbar, dass sie da noch 2 Punkte den Dortmundern geklaut haben. Klautern. Alter, ihr passt euch jetzt hier nicht durch. Ich möchte zu Null spielen. Ja, zum Glück war das abseits, aber selbst ja schon hätte ihn gehabt.
Na. Nein, och Ninga, heute ist aber nicht Zielwasser, hast du heute nicht getrunken. War jetzt schon die dritte oder zweite oder dritte Chance für dich und der ging schon wieder nicht rein. Also langsam müssen wir über eine Auswechslung nachdenken. Nein, Spaß. Den Cordoba kann ja irgendwie eh nicht spielen. Bis zum Ende der Saison, glaube ich. Ah ne, Mbappé konnte bis zum Ende. Alter, der Saison nicht spielen. Jetzt habe ich hier den Schluck auf. Schade. Jetzt sind wir hinten irgendwie offen. Ich weiß nicht wieso. Boah. Ja, Merino ist dann im Rückspiel verletzt, ne? Danke, Weiser. Ne, doch nicht. Das war schön von Ninga. Selke wollte ich schon sagen. Schade, Gnabry. Selke nochmal. Oh, Bender hat ihn schon wieder. Okay, Selke hat ihn sich aber wieder erobert. Nein! Also, wir machen uns hier einen Spaß draus irgendwie. Wir könnten auch schon ein bisschen höher führen, aber irgendwie sind unsere Jungs da nicht so. Eigentlich wollte ich auf Kimmich und der zieht sofort ab, aber. Gut, Rotan Pulisic. Na klar, jetzt wird's die andere Seite. Ist klar, Ter Stegen. So, Merino hat sich verletzt von dem geilen Foul da von Weiser. Nein, super. Hey, was macht denn Subotić vorne? Wahrscheinlich haben sie jetzt auf hohen Druck gestellt, wa? Oh! Was war das denn? Alter! Damit habe ich jetzt mal so gar nicht gerechnet. Ja. Okay. Nein! Voll auf Selke. Komm schon, Selke. Schade. So ein 4-0, wieso eigentlich nicht? War irgendwie. Nein, oh, das war ja die beschissenste Klärungsaktion, die ich je gesehen habe. Subotić aus der Distanz nochmal und dann haben wir die 90. Minute erreicht. Selke kriegt den Ball nicht runter. Oh Gott. Agava schießt meterweit rüber. Also nicht deren Tag heute irgendwie. Womit ich jetzt persönlich kein Problem habe. Mann, ey, Vogt! Boah, ey, okay. 3-0. Ganz ordentlich. Rückspiel können wir dann ein bisschen Pause machen. Glaubt, das Halbfinale ist so gut wie erreicht. Timo Lenz bedankt sich nochmal bei Timo Lenz. Naja. Oder bei Thomas Tuchel oder. Hab schon vergessen, wie der neue Trainer heißt. Keine Ahnung. Fünf Schüsse. Fünf Schüsse und zwei Tore. Davy Selke feiert sich nur selber. Speed on the Street, 300 Kammer. Jaka Supreme, zu schnell für die Kamera. Yalla Bibi, würde ich mal sagen, ne? Gut. Ja, so. Gehen wir weiter. Das ist Tor. So. Verdient. Porto muss sich geschlagen geben, noch mit einem 1 zu 2 gegen Juventus. Entweder haben sie ausgeglichen oder haben nur noch den Anschlusstreffer geschafft. Aber Juventus auch so gut wie weiter, genauso wie Schalke. Die einzigen, die noch nicht unbedingt weiter sind, ist Barcelona. Arsenal, meine ich. So, und Bayern hat scheinbar verloren. Damit sind wir wieder 2 Punkte voraus.
Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Und es sind nur noch, warte, zwei, ich kann gerade nicht rechnen, 6 Spieltage, so. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge HBSC-Karriere, dann gegen Gladbach. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und haut raus, ciao.